Günstiges Gold, Items und weitere Boosts gibt es bei AOE AHA. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Guide stelle ich euch nun meinen finalen Bild ohne mystische Items vor. Der Schaden ist gewaltig, egal ob Bossfights oder Horden. Und auch in der Grube kann man sehr schnell seine Glyphen bis 100 hochleveln. Kurz gesagt, er schafft alles, was es im Spiel zu tun gibt und ist dabei auch noch sehr tanky, was die Spielweise sehr komfortabel macht. Außerdem gehe ich am Ende noch auf ein paar vielversprechende Variationen ein. Legen wir also los. Zunächst der Skilltree. Die Stachelsalve wird natürlich ausgeskillt, die Erweiterung kann dabei nach Geschmack gewählt werden. Entweder mehr Projektile und ein breiterer Fächer oder Projektile, die weiterfliegen und Ziele anvisieren. Ich spiele hier vorzugsweise die vorteilhafte Stachelsalve, da ich Monstergruppen ohnehin zu mir ziehe. Das passiert mit der Fertigkeit Vortex, welche ich auf der rechten Maustaste spiele. Ich habe gesehen, dass einige Spieler den Skill über ein Runenwort auslösen, doch ich nutze ihn lieber ganz gezielt und kann ihn letztendlich sogar in einer höheren Frequenz einsetzen. Der offensive Buff Gezügelter Verwüster ist sehr wichtig, weil er den Schaden stark erhöht und die Ressourcenerzeugung ankurbelt. Außerdem stürmen wir mit dem Buff beim Attackieren auf Ziele zu. Dann spiele ich die verstärkte Panzerhaut, denn die wird mit ihren 100% Blockchance den Aspekt der umgelenkten Macht hochskalieren lassen, was auch wieder sehr viel Schaden einbringt. Den verstärkten Gegenangriff habe ich hauptsächlich wegen dem Passiveffekt drin, der bis zu weitere 30% Schaden gibt. Bei den Passivfertigkeiten habe ich auch noch ein paar dezente Änderungen vorgenommen, verglichen mit dem Midgame-Bild. Hier konzentriert sich inzwischen fast alles auf Schaden. Ultimative Fertigkeit bleibt das Raubtier und unsere zentrale Passivfertigkeit ist Tempo des Wunderkinds. Dadurch werden wir alle unsere starken Buffs sehr häufig einsetzen können, was das Gameplay noch angenehmer macht und auch den Gesamtschaden massiv erhöht. Ganz wichtig ist die Wahl der Geisterhalle, oben der Jaguar, denn damit werden wir sehr mächtige Schadensspitzen erzeugen. Insbesondere wenn wir auf größere Massen eindreschen. Unten nehmen wir den Gorilla, dadurch werden wir sehr häufig unaufhaltsam sein. Im Paragon-System haben wir nach wie vor die gleichen Bretter, allerdings habe ich über die Zeit zwei Glyphen ausgetauscht. Der Bild läuft nun mit Kolossal, Klaue, Menagerist, Geist und Besonnen. Die Schadensboni aus den legendären Knoten sind alle sehr wichtig. Für Zeas Schild werden wir möglichst viel Barriere aufbauen, um ihn hoch zu skalieren. Beim Hochleveln solltet ihr natürlich zuerst zusehen, dass ihr alle Bretter anheftet und die Glyphen aktiviert. Und auch die legendären Knoten solltet ihr schnellstmöglich skillen. Was die seltenen und magischen Knoten angeht, könnt ihr erstmal einiges auslassen. Und die Attributspunkte für die Glyphen werden auch erst später maximiert, wenn alles soweit steht. Damit kommen wir zur Ausrüstung. Wir spielen Harmonie von Ebewaka, denn durch unsere Geisterhalle wird unsere Stachelsalve dann drei Typen haben. Adler, Jaguar und Gorilla. Letzteres wird in der Statistik nicht angezeigt, während ihr in der Stadt seid, erst wenn ihr euch im Kampfgebiet befindet. Dieser Helm gibt uns also bis zu 90% erhöhten Schaden, was definitiv sehr mächtig ist. Ich nutze hier das Runenwort Lit Kue, so erhalte ich im Kampf einen ordentlichen Batzen Barriere durch das irdene Bollwerk. Da ich im Kampf stets die Shift-Taste gedrückt halte, um stehen zu bleiben, funktioniert das sehr gut und das Bollwerk ist eigentlich immer an. Ich kann mich trotzdem sehr gut bewegen, weil ich ja mit der Hauptattacke auf Ziele zustürme und ich auch alle paar Sekunden die Jaguar-Ulti einsetzen kann. Bei meiner WASD-Tastenbelegung für die Skills ist die Shift-Taste auch sehr bequem. Wer ein anderes Layout spielt, kann den Befehl Position halten, gegebenenfalls auf eine bequemere Taste umbelegen. In der Brust seht ihr das zweite Runenwort. Pockluck wird im Kampf regelmäßig den Herausforderungsruf des Barbaren auslösen. Und auch hier werden wir im Idealfall 100% Uptime haben. Außerdem bringt uns der Aspekt der Macht weitere Schadensreduktion. Neben Geschick und Leben brauchen wir natürlich auch Rüstung und Resistenzen und bei den Härtungen ist Barriereerzeugung oder auch Vortexgröße sinnvoll. Auf den Handschuhen wäre Angriffstempo ganz gut, dafür würde ich wahrscheinlich sogar etwas Overpower Damage oder Leben aufgeben und natürlich wäre ein großes Affix auf Stachelsalve super.
Hier spielen wir den Aspekt des Mondaufgangs. Dann kommt eine T-Balls. Wichtig ist hier ein großes Affix auf maximale Ressource, denn wir wollen am Ende insgesamt auf mindestens 275 kommen. Mehr dazu gleich. Die Schuhe haben gerne Bewegungstempo, denn auch darauf skaliert ein Passivskill, der unseren Schaden erhöht. Außerdem werden wir auch weitere Rüstung brauchen und mehr Leben ist auch immer sehr gut. Einerseits um mehr auszuhalten, andererseits um den Überwältigungsschaden zu erhöhen. Beim Stab von Kepeleke ist wieder das große Affix auf maximale Ressource sehr wichtig und ganz besonders auch der einzigartige Effekt unten. Weniger als 2,6 sollte euer Stab definitiv nicht haben, idealerweise hat er natürlich volle 3%. Jeder Ressourcenpunkt wird euch, wenn der Effekt auslöst, 3% erhöhten Schaden geben. Bei 300 Lebenskraft wären das also 900% erhöhter Schaden, bei garantiert kritischem Treffer. Ein ebenfalls wichtiger Teil der Schadenskombo ist der Talisman des verbannten Fürsten, der wird nämlich für extra viele Überwältigungstreffer sorgen. Wenn wir auf 275 maximale Ressource kommen, reicht immer ein Zyklus aus, um den Überwältigungseffekt zu triggern. Wichtig ist dafür auch der Ring der Mitternachtssonne, denn dieser verkürzt den Zyklus, in dem bis zu 50% der verbrauchten Ressource direkt wieder aufgeladen werden. Hier ist also ein hoher Wert wichtig, mindestens 45% sollte euer Ring schon haben. Die restlichen Ressourcen laden sich dann dank der Ressourcenerzeugung von Verwüster auch immer recht schnell wieder auf. Schließlich noch der zweite Ring, hier können wir noch einen letzten Schadensaspekt unterbringen. Ich habe hier den Aspekt der umgelenkten Macht eingebaut. Wie eingangs erklärt, können wir den Effekt mit dem Skill Panzerhaut maximal ausreizen. Es gibt aber auch noch andere starke Optionen, mehr dazu am Ende. Auf dem Ring brauche ich bei dem No-Überbild Resistenzen, dazu auf jeden Fall Angriffstempo und Leben oder Geschicklichkeit. Wir härten Überwältigungsschaden oder Crit-Schaden und Abklingzeit für das Raubtier oder Ressourcenerzeugung. Im Kampf sieht meine Routine folgendermaßen aus. Ich springe mit dem Jaguar in die Masse, ziehe die Massen mit Vortex zusammen und fange an zu attackieren. Wenn das Bollwerk da ist, schieße ich die Buffs Verwüster und Panzerhaut rein, um den Schaden hochzupushen. Jeder 15. Angriff löst den akkumulierten Schaden der letzten 0,5 Sekunden aus und erzeugt damit sehr hohe Schadensspitzen. Besonders wenn man das richtige Timing erwischt. Nun noch ein paar Alternativen, mit denen ihr herumspielen könnt. Der Aspekt der unnachgiebigen Treffer bringt eigentlich auch ein sehr hohes Schadenspotenzial mit. Da eine vermachte Zweihandwaffe nur knapp 600 Basisschaden hat, wären plus 1500 in etwa eine Verdreieinhalbfachung des Waffenschadens und damit auch des Schadens insgesamt. 250% Schadenserhöhung sind eigentlich konkurrenzlos, doch so viel rauszuholen ist sehr schwierig, weil wir dafür auch entsprechend viel Rüstung brauchen. Und wir können den Aspekt weder auf der Zweihandwaffe noch auf dem Amulett unterbringen, weil wir dort ja Unix nutzen. Das mit dem Amulett ist so gesehen doppelt ärgerlich, denn hier könnte man durch das Affix Prozent Rüstung ebenfalls viel Rüstwert rausholen. Wir können den Aspekt hier also nur auf dem Ring unterbringen, bei maximalem Roll haben wir da einen Bonus von 30% der Rüstung. Um unseren Schaden zu verdoppeln, was einer Erhöhung von 100% gleichkommen würde, müssten wir also auf 2000 Rüstung kommen. Ab diesem Punkt wird der Aspekt konkurrenzfähig, weil er einen ebenso hohen Bonus mitbringen würde wie zum Beispiel ein Max-Roll auf dem Aspekt der Anpassungsfähigkeit. Ihr braucht dann also am besten große Rüstaffixe überall wo möglich, also Brust, Handschuhe und Stiefel. Um den Rüstwert weiter zu frisieren, könnt ihr dann auch den Aspekt des Ungehorsams auf der Brustplatte spielen. Und auch die Harlekinskrone ist in diesem Fall eine Option. Die 4 Skillpunkte allein bringen zwar nur relativ wenig Schaden im Vergleich, doch die Harle gibt eben auch Rüstung, Leben und maximale Ressource. Und diese drei Faktoren steigern ja schließlich auch den Schaden. Gerade wenn man die Rüstungsvariante spielt, ist ein Shako also definitiv eine valide Option. Ein weiteres mystisches Item, das man perfekt in den Bild integrieren kann, ist natürlich Tyraels Macht. Die bringt ordentlich Schadensreduktion mit und man muss sich um Resistenzen keine Sorgen machen. Tyraels selbst hat zwar kein Rüstaffix, doch wenn wir in unseren Schmuck Schädel sockeln, können wir schließlich auch noch einiges an Rüstung rausholen.
Für den zweiten Ring kommen also letztendlich drei verschiedene Schadensaffixe in Frage: umgelenkte Macht, Anpassungsfähigkeit und unnachgiebige Treffer. Im Zweifelsfall spielt ihr erstmal das, wo ihr einen guten Roll habt. Auf der Rüstung könnt ihr auch Ungehorsam nutzen oder gar eine Tyrael's tragen. Und auch mit einer Harlekinskrone lässt sich hier viel Schaden generieren. Wer also das Glück hat, ein Shako mit 4 Sternen zu droppen, kann es definitiv sinnvoll in den Bild einbauen. Insgesamt sollte die Rüstungsvariante mit Harlekinskrone noch mehr Schaden ermöglichen, wenn man erstmal die entsprechenden Items hat. Bei mir ist diesbezüglich ohnehin noch viel Verbesserungsspielraum und auch meine Aufwertungen könnten wesentlich besser sein. Ich werde natürlich noch weiter herumexperimentieren und bald auch noch andere Bildmöglichkeiten austesten. Für heute verabschiede ich mich, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir. Danke. Auf Wiedersehen.